Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gloons Tower Defense 6. Wir beginnen mit einer neuen Map, beziehungsweise schon einer bekannten Map, denn die hatten wir, denke ich, schon im Tutorial. Wir gehen natürlich wieder rein mit Schwierigkeitsgrad schwer und testen heute wieder einen speziellen Affen. Und das ist hier der Ninja-Affe. Hier ist schon ein bisschen reingeskillt, noch nicht viel, aber ja, er ist interessant, denn er kann Tarnblooms auch wegmachen, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie mit ihm hier jetzt alles so verlaufen wird. Wir setzen natürlich wieder einen hin und können erstmal nichts upgraden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in diese Runde rein. Das sieht gar nicht gut aus. Hier gehen die ersten Bloons durch. Ja, es wird anscheinend, glaube ich, schon am Anfang direkt schwer. Wir werden Ninja Disziplin direkt nehmen, können hier auch das direkt mal skillen. Hier unten machen wir auch mal. Genau. Aber trotzdem, denke ich, wird das sehr, sehr schwer, vor allem am Anfang. So, jetzt haben wir genügend Geld für Spitzschuriken. Das werden wir auch direkt mal skillen, damit wir halt einfach ja die Bloons besser besiegen können. Okay, bisher sieht es gut aus. Wir werden jetzt noch Ablenkung nehmen, um dann auf den Tarnbloom noch zu gehen. Okay, jetzt hat er wieder Probleme. Die kommen wieder besser durch. Wir werden jetzt hier eher mal auf den Tarnbloom gehen und dann sparen für einen zweiten Backup, den wir eher hier platzieren. Und auch hier geht wieder ein Bloom durch. Ja, so langsam wird es kritischer. Ja, aber wie gesagt, wir sparen jetzt auf die 540, um einfach einen Backup zu haben, was auch gar nicht mal so verkehrt ist, denke ich zum Beispiel. Die müssten wir jetzt auch sofort haben. So ist es auch kurzer Ruckler, aber ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier den Affen, setzen ihn so gut es geht hier ein, und zwar hier. Und dann sparen wir wieder und dann machen wir mal hier die Suchschuriken. Ja, um einfach mal zu testen oder natürlich dann auf die Mitte, damit wir die Tarnblooms halt einfach mit drin haben. So, also gehen wir jetzt auf die Suchschuriken, damit haben wir die Reichweite erweitert. Und jetzt ja, gehen wir nochmal auf die 430 und dann 380 und so weiter. Upgrade Nummer 1 erfolgt. Das zweite ebenfalls. Jetzt müssen wir noch die 540 zusammenbekommen und dann haben wir auch schon alles hier hinten. So, und auch das hier haben wir jetzt bekommen. Jetzt müssen wir hier warten auf die 920, um den vorderen einfach zu stärken. Denn er lässt mittlerweile schon einiges durch, was er eigentlich nicht durchlassen sollte. Und auch hier gehen wieder Bloons durch. Das ist natürlich nicht das, was wir so wollten. Aber noch müssen wir damit zurechtkommen. Jetzt gehen einige Bloons durch. Richtig viele. 14 Leben haben wir jetzt nur noch. Und ja, es fehlt immer noch Geld. Das heißt, es wird wirklich knapp. Also wir werden so schnell es geht direkt hier machen. Ich klicke schon die ganze Zeit, um einfach das direkt zu haben, damit nicht so viel durchgeht. Jetzt haben wir es auch gemacht. Aber trotzdem gehen hier Bloons durch und das kostet Leben und wir haben noch nur noch eins. Ein Leben haben wir noch. Ein, immer noch ein Leben. Boah, okay. Also müssen wir jetzt die Rest der Runde mit einem Leben durchkommen. Ja, wir müssen extrem vorsichtig sein. Ein Großteil ist wieder durchgekommen. Wir werden jetzt auch einen neuen Affen platzieren und zwar hier. Moment, hier. Einfach darum, weil wir jetzt hier das untere nehmen werden und das obere nicht in der Mitte mit den Tarnblooms, sondern einmal schnelles werfen und vor allem die Reichweite möchten wir hier absnacken. Deswegen werden wir jetzt mal wieder sparen. So, einmal Ninja Disziplin, dann kommt Spitzschuriken und dann gehen wir hier zweimal drauf. Upgrade Nummer 1, Upgrade Nummer 2 und jetzt fehlt nur noch Nummer 3. Und jetzt geht alles durch. Ja, das sieht nach einer Niederlage aus. Ich denke, wir können nicht nur auf die Ninja-Affen gehen. Das ist fast unmöglich, allein wegen diesen Bloons. Denn ich sehe keine. Ja, wo man hat hier Granaten noch. Vielleicht damit. Ich werde nochmal eine Runde versuchen. Wenn nicht, werden wir darauf noch gehen, auf die Ninja-Affen, aber halt auch auf andere Sachen noch. Das heißt, wir nehmen wieder hier einen Affen, setzen ihn diesmal aber direkt schon hier hinten ein, um einfach besser zu sein als beim letzten Mal und setzen, ja, ich weiß es noch nicht, am besten eigentlich hier unten direkt.
Und jetzt gehen wir wieder richtig viele Balloons durch. Wir werden erstmal auf die Reichweite noch gehen, damit der Apfel wirklich viel abdecken kann. Wir werden aber danach direkt auch auf das obere gehen. Das heißt, wir werden erstmal nicht auf Palmblooms gehen, was, glaube ich, auch am sinnvollsten ist, denn die haben wir aktuell noch nicht. So, nächstes Upgrade. Wir nehmen die Ninja Disziplin, um mehr Shuriken abzuwerfen. Dann gehen wir nochmal auf das obere. Sofort haben wir auch das zweite Upgrade in der oberen Reihe drin. Und zwar genau jetzt. Somit haben wir jetzt das und gehen einmal noch auf das untere für 430 und dann... Ja, mal schauen, was so oder wie weit die Blooms dann kommen. So, wir haben auf jeden Fall das Set, werden jetzt hier investieren, um dann nochmal auf die 920 zu sparen, denn aktuell haben wir das doch ziemlich im Griff und das ist eigentlich richtig nice. Das Geld haben wir jetzt, wir gehen wieder da oben hin und können auch hier direkt mal das upgraden, somit wir jetzt auch wissen, wie teuer das ist, 2970, ich denke, das ist machbar. Wir werden aber, denke ich, vorher einen Boxenstopp machen bei der Bananenplantage. So, die Plantage können wir jetzt setzen und wir werden sie einfach hier unten hinsetzen. Da ist relativ viel Freiraum. Deswegen setzen wir die einfach mal hin. Gehen hier auf die langlebigen Bananen und dann auf die erhöhte Produktion. So, langlebige Bananen. Oh, die ersten Tarnblooms kommen, die wertvollen Bananen kommen jetzt aber auch. Aber die werden auch abgedeckt durch hier die Stachel, die er noch hinlegt. Das ist eigentlich richtig nice. Größere Produktion können wir jetzt auch machen. Jetzt kommen richtig viele Blooms und ich habe das Gefühl, dass die ja fast durchkommen. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall knapper. Deswegen werden wir jetzt auch mal diesen Affen hier setzen. Und er soll eigentlich dafür sorgen, dass... die Tarnblooms wegkommen, deswegen geht er auf die Mitte und dann oben, eigentlich so wie der vorherige. Und da sind jetzt auch die Bleiblooms, vor denen ich am meisten Angst hatte und die gehen wieder durch, das heißt, wir werden definitiv nicht nur auf die Ninja-Affen gehen, denn da haben wir gar keine Chance, deswegen werden wir neu starten, werden aber wieder den Ninja-Affen natürlich hernehmen, denn das hat mir unfassbar gut gefallen, wie der hier sich bewiesen hat. Und werden wieder jetzt sparen. So, also wieder gleich der Such-Shuriken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt gehen halt wieder einige Sachen durch. Ja, das wissen wir ja mittlerweile am Anfang. Aber trotzdem haben wir das sehr, sehr gut überstanden. Jetzt geht es nur noch darum, das so gut wie möglich ja, zu sparen und schnell zu investieren. So, wir haben ordentlich Geld. Das heißt, wir werden es investieren in Ninja-Disziplin. Und danach in die Krähenfüße. Die haben mir vor allem gefallen bei den Charm-Blooms. Denn damit konnten wir die ja auch abwehren, sowohl haben wir jetzt auch das Geld. Genau, jetzt haben wir es und danach gehen wir natürlich wieder auf den oberen Weg. So, sofort haben wir gleich auch noch den Doppelschuss. 920 müssen wir dafür haben und die investieren wir jetzt auch direkt und dann kommt wieder die Bananenplantage. So, dann kommt jetzt auch die Geldmaschine für 1350. Und dann gehen wir jetzt auf dieselben Upgrades wie gerade eben. Das hat ja gut funktioniert, um aber dann nicht später den Ninja-Affen zu platzieren, sondern die Rakete oder der Bombenturm oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wertvolle Bananen. So, damit haben wir es jetzt. Und dann gehen wir sofort auf den Bombenturm. Das Geld haben wir jetzt für den Bombenturm. Das werden wir jetzt auch direkt hernehmen, um ihn... Ja, schon hier hin zu platzieren, extra Reichweite, so dass er nach da vorne noch kommt. Und dann nehmen wir noch schnellere Bomben. Ja, genau. Und dann werden wir so gut es geht, so schnell wie möglich ihn zu skillen. Denn hier kommen auch schon direkt die Bleibloons, aber die haben wir jetzt besser und ja, viel besser sogar unter Kontrolle. Deswegen bin ich in der Hinsicht auch schon viel glücklicher. So, jetzt können wir auch, nee, noch nicht den Moab machen. Aber sofort, genau jetzt, den Moab-Schläger. Und damit haben wir auch erstmal die Rakete fertig. So, jetzt sind wir soweit, dass wir hier nochmal auf die Plantage gehen können. Wie gesagt, Geld ist es auf jeden Fall wert. Und jetzt wird es kritischer, denn jetzt müssen die ganzen Sachen hier jetzt auch schon funken. Denn... Ja, er kann ja nicht drauf gehen, obwohl er auch ab und zu wirft. Wahrscheinlich sind es die Such-Shuriken. Egal, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier auf die langlebigen und dann, ja, skillen wir weiter.
So, ein bisschen mehr Geld gespart, wertvolle Bananen, erhöhte Produktion und dann kommt auch schon die größere Produktion. So langsam kommen die Blooms doch schon etwas näher. Wir gehen jetzt hier nochmal aufs letzte Upgrade und ja, versuchen so schnell wie möglich jetzt auf die 2970 zu kommen, weil die doch viel besser durchkommen als vorher erwartet. Ja, und viel, viel besser sogar. Und jetzt gehen auch die Tarnblooms durch. Nein, noch nicht. Aber wir haben auch immer noch nicht das Geld. Das heißt, wir müssen weiterhin sparen. Und es bleibt spannend, ob jetzt so langsam mal Blooms durchkommen oder nicht. Bisher sieht es ganz gut aus. Wir können aber jetzt auch das upgraden. Das heißt, es sollte eigentlich wieder leichter werden. Langsam, denke ich, aber wird es auch Zeit für das Appendorf, um einfach wirklich, ja, die Tarnblooms endlich mal anzugreifen. Größeren Radius werden wir noch nehmen und dann auf die 2160 sparen. So, das Geld haben wir jetzt. Wir gehen auf den Radarscanner. Somit können sie das jetzt auch angreifen. Wir werden jetzt auch hier direkt den nächsten nachsetzen und ihn eigentlich jetzt genauso so skillen wie er. Denn, ja, der hat mir ziemlich gut gefallen und er kann ja jetzt auch Tarnblooms erkennen. Jetzt kommt auch schon das erste Luftschiff. Und das kommt ziemlich gut durch, aber noch nicht bis zum Ende. Das heißt, es ist akzeptabel. Wir werden jetzt hier wieder den Suchschuriken King nehmen, das da unten. Wobei wir, glaube ich, hier nur zweimal oben gehen und dann eher nach unten, weil mich interessiert hier mal die Blendgranate. Da können wir uns das auch einmal mal durchlesen. Die Blendgranate wirft manchmal eine Blendgranate, die mehrere Blooms betäuben kann, was sich ja ganz nice anhört. Und dann wirft mächtige Zeitbomben auf die Moab-Klasse. Das heißt, das ist auch sehr interessant. Ja, ein bisschen XP fehlt uns noch, um das vielleicht zu skillen. Aber vorher brauchen wir natürlich auch das Geld für das vorherige Upgrade. Das haben wir jetzt auch das Geld. Jetzt brauchen wir noch die Erfahrung. Die haben wir jetzt mittlerweile auch. Und dann gucken wir mal, wie viel das kostet. 5400. Das heißt, wir müssen jetzt lange sparen. Wobei wir vorher aber auch nochmal hier was upgraden können. Hier die Heimatverteidigung. Sieht nice aus, auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir jetzt aber rein entspannen, bis die 5000 da sind. Okay, das Geld haben wir. Klebebombe kommt. Und damit haben wir es schon. Aber jetzt müssen wir mal aufs Affendorf gehen für die Dschungeltrommel. Das dürfte eigentlich nicht so allzu lange dauern, denn das kostet nicht mal so viel mit 1620. Wir sind jetzt schon bei 1000. Ja, wir haben es. Okay, und dann nochmal Primärtraining für weniger Geld. Auch sehr interessant, dass das weniger Geld kostet als das vorherige Upgrade. Das ist mir auch erst jetzt aufgefallen. Und dann nochmal das nächste für 2700. Das braucht nochmal ein 1000er. Moment, das dürften wir auch relativ schnell bekommen, weil mittlerweile, ja, kommt eigentlich das Geld ganz schnell. Wie gesagt, ja, das haben wir auch direkt nur noch 400. Ja, aktuell sieht es eigentlich richtig gut aus. Mal schauen, wie lange es so anhalten kann. Jetzt haben wir auf jeden Fall das nächste. Ich weiß gar nicht, ob es das von diesem Boost hier... Ich weiß gar nicht, ob das ein Primäraffe ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal, denn sonst hat das Upgrade einfach nichts gebracht. Ja, wir werden jetzt hier wieder auf mehr Kohle gehen. Das können wir auch schon bei der einen Plantage machen. Und sofort gehen wir auch auf die zweite. Was auch relativ schnell gegangen ist, muss man ehrlicherweise gestehen. 3000 ist mittlerweile nicht mehr so viel. Aber ich muss echt sagen, dieser Teufel, der gefällt mir unfassbar gut. Jetzt ohne zu lügen, also der sieht meiner Meinung nach unfassbar nice aus. Wir werden jetzt auch wieder hier einen hinsetzen. Der profitiert sogar hier noch davon. Auch interessant, ich setze aber eher ihn hinter die Kanone, wenn es geht. Ja, geht. Und zwar diesmal für den mittleren Block und aber dann den oberen. So, den mittleren und den oberen. So, mittleren. Wie gesagt, Kohle kriegen wir ganz schnell. Spitzschuriken und dann aber auf das mittlere. Ich glaube, da war gerade ein Schiff. Ich habe ehrlicherweise gerade nicht aufgepasst. Aber das sieht so aus, als könnten wir hier wirklich das gut bestreiten. Und haben das ziemlich gut auch unter Kontrolle, wenn man sich das so ansieht hier. Genau, es fehlt jetzt hier uns noch an Erfahrung. Und zwar um ganze 8000, fast, ja gut, eher 7000. Ja, mal schauen, ob das noch funktioniert. Wir setzen eine weitere Plantage für mehr Geld. Gehen wieder hier auf die wertvollen, auf erhöhte Produktion. Und ja, sparen jetzt erstmal, beziehungsweise warten, bis wir die Erfahrung haben.
So, wir haben das Geld für die Bananen. Ich weiß noch nicht, warum ich das immer Bananen ausspreche. Aber es ist auf jeden Fall die Bananenplantage. Ja, wir werden einfach mal gucken, ob wir bald die Erfahrung haben. Natürlich hoffe ich es, weil hier sind fast ja nur Ninja-Affen drauf. Und jetzt kommen die ziemlich gut durch. Die kommen unfassbar gut durch. Oha. Ja, wir brauchen unbedingt noch einen, bevor hier noch das eskaliert, sage ich jetzt mal. Und da gehen wir wieder auf den starken, und zwar oben und unten zwei und oben alles. Moment, da fehlt noch 2900, das dürften wir relativ schnell jetzt bekommen. Genau, haben wir jetzt auch schon. Okay, 2970. Ja, schnell upgraden, damit das auch schon erledigt ist. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt besser aussieht. Okay, mittlerweile haben wir schon 15.000, aber leider immer noch nicht die Erfahrung. Es fehlt nur noch 500. Das heißt, wir werden eine Runde jetzt nochmal kurz abwarten. Wobei jetzt auch schon ein Roter kommt. Das ist ein bisschen kritischer. Ich hoffe einfach, dass wir das gut schaffen werden. Ja. Das haben wir bisher extrem gut gemeistert. Die sind nicht mal ansatzweise durchgekommen. Jetzt können wir aber auch hier endlich das freischalten und werden das hoffentlich auch direkt skillen können. Mit unseren 17.000 können wir uns ganz einfach die 15.000 leisten und haben jetzt hier unten einen Skill. Ja, wir werden noch einen setzen. Einfach, weil wir es können, ganz ehrlich. Und gehen dann wieder hier ganz unten lang, weil die Klebebomben für... Ja, die Luftschiffe gar nicht mal so schlecht ist, vor allem, weil man bedenken muss, am Anfang die Bomben und dann hinterher die ganzen kleinen Blooms zu machen, ist gar nicht mal wirklich so verkehrt. Trotzdem sind die jetzt ziemlich gut durchgekommen, wir werden jetzt nochmal auf den Moob-Killer gehen. Ja, und dann heißt es eigentlich jetzt nur noch sparen bzw. warten wieder auf Erfahrung. Und jetzt geht alles durch. Okay, damit, also jetzt mal ganz ehrlich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Denn eigentlich sah es eigentlich wirklich ziemlich gut aus. Ja, und jetzt heißt es für uns neu starten und wieder von Anfang an beginnen. Aber ja, am Ende hat uns, glaube ich, das ein bisschen geschädigt, dass wir keine Erfahrung haben. Denn wir haben ja immer noch nicht das letzte Upgrade von allen. Mal schauen, ob wir das jetzt besser irgendwie timen können. Auf jeden Fall wieder mal dasselbe. Denn am Anfang haben wir das jetzt gut unter Kontrolle bekommen. Deswegen, ja, einfach mal abwarten jetzt. So, hallo und wieder willkommen zurück. Wir haben einiges gemacht. Also zum einen bin ich hier mal anders gegangen bei der Bananenplantage. Ich bin mal hier in die Mitte gegangen, bin jetzt hier bei der Affenbank. Und allein schon das nächste Upgrade kostet mich 1800, das ist unfassbar teuer, aber man kann sich hier so eine Art Kryptowährung machen und kann immer Geld holen ab und zu. Ich lage es immer ab und zu lange, aber habe auch natürlich hier noch in die normale investiert. Zudem haben wir jetzt auch bei ihm das schon bis hierhin geskillt, in der Mitte, genau, und dann sind wir jetzt gerade dabei, das in der letzten noch zu skillen. Ja, sonst haben wir noch hier einen Eisaffe, einen Bombenwerfer, ein Affendorf wieder, dann hier wieder den Teufeldude und dann drei von den Sachen. Ich bin jetzt so ein bisschen anders die Situation angegangen. Ich habe am Ende, am Anfang, sorry, habe ich hier den Affen platziert, habe ein bisschen den abgegradet und dann bin ich direkt in die Bananenplantage gegangen, um viel Geld zu haben und später dann wirklich kurz vor knapp dann nochmal hier den Bombenwerfer zu holen. Das heißt, wir gehen jetzt aber weiter. Und ja, bisher sieht es alles richtig gut aus. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier das rote Ding hier überleben können. Und ja, auch hier sieht es gut aus. Im Eisaffen sind wir auch kurz vor dem, ja, was heißt kurz davor? Wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung, um absolut null freizuschalten. Aber trotzdem bin ich wirklich mit dieser Runde übelst zufrieden. Es sieht wirklich alles danach aus, als hätten wir es vielleicht geschafft. Wobei sie jetzt auch wieder besser durchkommen, aber noch nicht ganz so, wo man sagt, das könnte gefährlich werden. Wir werden jetzt trotzdem dann gleich noch, hatte ich vor, die Nagelmaschine als Backup hier zu nutzen, um einfach wirklich jede Geschichte einmal abzudecken. Ich hätte
wirklich das gerne, weil das ist echt schlecht. So, Moab Shredder wird dann auch nochmal hier jetzt freigeschaltet, damit wir hier darauf noch gehen können. Dafür brauchen wir 2700, das dürfte nicht allzu lange dauern. Genau, und da warten wir kurz und graden das dann auch ab. Und dann sollte es wirklich hier ziemlich gut aussehen. Backup haben wir und. Das sieht wirklich alles sehr, sehr vielversprechender aus. Achso, und wir haben schon das Geld. Ich habe ein bisschen jetzt geschlafen, aber genau, wir haben jetzt das Geld. Ich soll hier ein bisschen Moab-Shredder machen und damit, ja, simulieren wir einfach mal ein bisschen. Oh, jetzt kommen sie durch. Jetzt kommen sie wieder komplett durch. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Gut, einmal kurz weg. Wir investieren kurz in etwas. Oh, wow, Wahnsinn. Ja, tut mir leid, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Also ihr habt es ja gerade selber gesehen, in der vorherigen Runde alles unfassbar gut und dann alles schlecht. Ich glaube, das ist einfach die Spezialität von Gloons Tower Defense, alles so rüberzubringen, als wäre es gut. Und dann, ja, ist aber eigentlich alles richtig schlecht. So, wir investieren aber dann nochmal natürlich hier und gehen auf die Bombe. Zudem werden wir aber auch noch eine nehmen. Und den dann aber normal skillen, wie wir ihn kennen, und zwar hier oben. Genau, und dann halt nochmal kurz auf Geld warten. So, und dann jetzt aber nochmal investieren, um einfach wirklich hier jede Geschichte abzudecken. Wir holen uns jetzt mal hier die 6000, um noch mehr zu investieren, und hier auch. So, dass wir das Geld fast ausgegeben haben. Und dann seht ihr schon, es bleibt natürlich nicht bei den 6000, sondern geht dann auf 0 runter, was ja auch logisch ist. Genau, aber wir gehen trotzdem weiterhin auf die Affen. Ich habe keine Lust, dass die nochmal hier durchkommen. Deswegen skillen wir einfach mal. Die 900 sollten ziemlich schnell drin sein, so ist es auch. Und dann warten wir jetzt nochmal kurz auf die 2900. Die sollten allerdings aber auch richtig schnell funktionieren. Wobei es in dieser Runde jetzt nicht geklappt hat, aber dafür jetzt hoffentlich in der nächsten Runde. Aber wie ihr schon sehen könnt, die ganzen, ja, ich sag's jetzt mal Nagel, weil Schuriken sind es ja nicht, sind auf der kompletten Linie. Deswegen bin ich schon echt verwundert, warum die vorhin da durchgekommen sind. Klar, die beiden haben gefehlt, nee, der eine hat hier jetzt gefehlt, aber trotzdem, mich wundert es wirklich, dass sie so extrem gut durchgekommen sind. Wobei es natürlich jetzt auch in die heiße Phase geht, muss man ehrlicherweise gestehen. Wo die Blooms halt auch an sich besser durchkommen. Ich weiß nicht warum, aber zudem vergesse ich auch immer mal wieder meinen Helden zu setzen. Auch in dieser Runde habe ich es komplett vergessen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob der mir einfach am Anfang zu teuer ist. Wir werden den jetzt mal hier hinsetzen. Der wird zwar noch nicht viel bringen bei uns, aber ja, was soll ich machen? Besser als gar nichts. Stufenaufstieg, das haben wir auch geschafft. Ein Affen-Wissenspunkt, dann jetzt hier den Moab-Killer nochmal. Und dann hoffentlich endlich mal sparen. Ich kann ja hier auch noch ein paar Perks aktivieren. Achso, den ganz linken werde ich nicht aktivieren. Das ist nämlich ein kleiner Kredit von 9000. Das ermöglicht auch der Skill hier bei der Bananenplantage. Aber den muss man auch wieder zurückzahlen. Das heißt, ja, für die späteren Runden behindert es einen wirklich. Mal schauen, ob wir das jetzt nochmal benötigen für irgendwann oder nicht. Aber ich würde eher sagen, wir sparen, um jetzt einfach mal hier den 23.760 zu bekommen. Okay, wir haben das Geld, indem wir jetzt hier die Aktien einmal verkaufen von 8.344. Dann haben wir das Geld und sehen jetzt hier den Großsaboteur, der richtig nice aussieht. Und er kann jetzt, oder hat die Fähigkeit jetzt Bloons der Moab-Klasse erscheinen während der Sabotage mit weniger Gesundheit. Okay, das heißt, ja, einfach die roten oder die blauen Luftschiffe, auch später der grüne, hat ein bisschen weniger HP wegen diesen Upgrade. Was auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt ist, aber ich muss ihn natürlich auch dafür aktivieren. Auch mal am Ende einen Affen setzen, den ich glaube ich noch nie gesetzt habe, und zwar den hier. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht mehr, was der macht. Er kann jetzt auf jeden Fall ein paar Mal Erfahrung sammeln, damit wir vielleicht irgendwann mal das uns anschauen können. Ja, wir sparen weiterhin, denn wir können aktuell kein Geld ausgeben. Mittlerweile kommen die auch schon ganz gut durch, muss man sagen, aber wir haben immer noch nicht genügend Erfahrung, um hier nochmal weiter zu gehen. Aber die Nagelmaschine hat was, und Moment, die Nagelmaschine, nicht der hier, sondern die Nagelmaschine, hallo. Jetzt halt, okay.
Wir können nämlich hier jetzt den Nagelsturm nehmen. Und das ist ja exakt das, was wir wollten. Hier bessere Nagelmaschine, besserer Backup gleichzeitig auch noch. Ja, und dann heißt es mal wieder sparen. Der Nagelsturm, den testen wir jetzt auch einfach mal. Der sieht dann so aus und bedeckt die komplette Map. Okay, das ist nice. Das sieht echt interessant aus. Und ja, jetzt können wir weiterhin chillen, ein bisschen Geld abwarten und. Aber wie gesagt, also das finde ich schon krass. Mit 108.000, da braucht man ja unfassbar viel Geld. Jetzt kommen alle ziemlich schnell durch, alle wirklich alle. Wir werden alles aktivieren. Die sind unfassbar gut jetzt durchgekommen. Das heißt für uns jetzt hier nochmal, wir werden nochmal in einen Affen investieren und den so schnell wie möglich hochbringen, damit die eben nicht mehr so schnell durchkommen. Auch hier ganz schnell, damit sie wirklich nicht mehr so gut durchkommen. Die kommen immer noch so unfassbar gut durch. Vielleicht kann der Superaffe ja daran was hindern. Wir werden jetzt nochmal hier machen, Nagelsturm, alles, aber die kommen unfassbar gut durch. Ja, ich würde damit offiziell sagen, die Challenge ist gescheitert. Ich finde den Ninja-Affen an sich richtig gut, bis so zu den ersten 20 Runden. Ne? Danach würde ich davon abraten, denn ich finde den ja schwierig. Es kommt drauf an, wie die letzten Upgrades sind. Das haben wir ja nie gesehen hier. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Wir haben ja hier nie gesehen, wie es dann hier aussieht, wobei man das jetzt immer noch nicht machen könnte, aber wir hatten genügend Geld, wir hätten schon längst das investieren können. Vielleicht gehen wir irgendwann nochmal die Challenge an, aber ich würde sie jetzt hier offiziell sagen, dass sie gescheitert ist, denn es macht sonst gar keinen Sinn. Wir haben nicht genügend Erfahrung, um das jetzt hier wirklich zu machen. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal einen Affen nehmen, wo wir auch wirklich genügend Erfahrung haben, wenn nicht sogar schon alles durchgeskillt haben. Trotzdem hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao!